Ja, hallo. Viele Grüße hier aus dem regnerischen Schweizer Wald an den Andi vom Kanal Schutzwald. Der wollte gerne nochmal die Buschkrafttasche für die Buschbox LF vorgestellt haben. Und dem Wunsch gehe ich dir jetzt nach. Viel Spaß. Und so sieht das gute Stück aus. Und es handelt sich hierbei um die Magazintasche von der NVA. Und viel Modifikation habe ich da eigentlich gar nicht gemacht. Ich habe hinten jetzt noch so eine Drahtklammern dran gehabt. Die war mir zu schwer, zu stachelig. Die habe ich abgemacht. Und ansonsten mach die Tasche mal auf. Zeig dir mal, was drin ist, Andi. Habe ich hier hinten. Oder fangen wir mal vorne an, dann geht es leichter raus. Also ich habe einen Feuerstahl. Dann habe ich ein kleines Benzinfeuerzeug als Update. Zundertäschchen. Spiritusbrenner. Und natürlich, wie du siehst, passt hier ganz genau die Buschbox LF rein. Mit Grillplatte und den Topfhaltern. Was habe ich gemacht? Nicht viel eigentlich. Hier, wie du siehst, sind noch die Nähte. Hat normalerweise noch Unterteilung in drei Fächer. Und das habe ich einfach rausgetrennt. Und jetzt passt das da alles wunderbar rein. Und das ist ein kleines, handiges Paket. Ja, das war es auch schon. Nicht viel, aber vielleicht doch hilfreich. Ich nehme es gerne her, weil es ist ein schönes Paket. So, na dann. Mach's gut. Tschüss, Andi. Ciao.